Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild. Unser Ziel schon vor Augen, da unten irgendwo am See, da hinten am Horizont. Da müssen wir hin, da wurde unser Airdrop abgeworfen von den Solarmodulen. Die wollen wir natürlich holen. Und da müssen wir heute dementsprechend ein bisschen hinlaufen. Und hoffentlich diesmal ein bisschen mehr erfolgreich sein, auch bei der Jagd. Ne? Hier ist ein bisschen offener zumindest. Hoffe ich. Zumindest hier der Flusslauf, der trockene. Wo wir zumindest eine kleine Schneise haben, in der wir was sehen. Und ich hoffe, dass wir dann auch da ein paar Tiere antreffen werden. Später sind wir da unten zum See kommen vielleicht. Da unten ist halt das Gewässer, wo der abgeworfen wurde. Insofern, vielleicht haben wir da ein bisschen Glück, dass wir da was finden. Ich weiß nicht, ob wir da ehrlich gesagt heute ankommen. Das sind 1,5 Kilometer, also relativ weit. Aber da unten auch schon die ersten Fährten. Mal gucken, ob uns das den ersten Anhaltspunkt auf irgendein Tier gibt. Oder was genau wir da vor uns haben. Ja, ein Puma, ne? Ein Puma, der hier irgendwo sein Unwesen treibt. Also die hier auf jeden Fall weit verbreitet. An der Regen macht die Sicht jetzt natürlich nicht besser, ne? Der macht die Sicht auf jeden Fall nicht besser, aber da müssen wir mit leben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so lange regnet, nicht, dass ich das hier als eine Richtung die ganze Zeit solche Probleme haben. Das sollte hoffentlich gleich ein bisschen besser werden, ein bisschen bessere Sicht. Nach dem Regen wird es halt nochmal ein bisschen schlimmer, durch den Nebel, der dann immer aufzieht. Ne? Also immer den Nebel, der dann kommt, aber das wird schon irgendwie wieder werden. Da vorne ist auch der Puma lang gelaufen. Frage ist, ob der von da kam oder ob der hier runtergelaufen ist. Da vorne ist noch eine Fährte. Das sieht aber noch ein Bedürfnisgebiet aus, ne? Das sieht nicht nach diesem, nach dieser zertrampelten Vegetation aus. Das sieht nach einem Bedürfnisgebiet hier tatsächlich aus. Axeshirsch. Lol, das ist eine Hirschziegenantilope. Brunftschrei, aber im Wind. Die habe ich aber noch gar nicht erlegt. Die habe ich halt noch gar nicht erlegt. Das wäre nice, wenn wir die kriegen würden, aber die steht halt wieder mitten im Wind, ey. Immerhin hat der Regen jetzt aufgehört. Was es vielleicht für uns ein bisschen leichter macht, um die zu hören oder so. Der Call war aber auch. Ich weiß nicht, ob ich den nicht schon ein paar Mal gehört habe, aber der einfach nicht angezeigt wurde. War aber noch ein Brummschrei, war jetzt kein Warnruf oder so. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sollten die auf die Geweihressel reagieren. Deshalb kommen wir mit der einfach. War, glaube ich, sogar männlicher, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube halt, die sind nicht so groß. Also gerade in der Wiese hier. Nein. Ich dachte, dass ich das Horn von dem, aber das sind irgendwelche Sträucher, die ja so ähnlich aussehen. Tja, wo ist der hin? Die Frage, wie gut ihr auf die Calls reagiert, ne? Und wie weit der vorhin noch weg ist. Soll ich durch die Wiese noch durchgehen? Oder besser nicht? Wie scheu die sind. Ich weiß halt auch nicht, ob die jetzt ultra scheu sind oder ob die halbwegs gehen. Ich sehe zumindest noch keine Fährten. Also kann er nicht allzu nah sein.
müssen wir mal noch ein bisschen weitergehen, ein bisschen abwarten. Hier wird es auf jeden Fall offener vom Gelände her. Also durch den ganzen dichten Busch hier sind wir durchgekommen. Ohne irgendwelche Anzeichen darauf. In was für eine Waffenklasse schießt man die? Hier steht Antilope. 1. Okay. 243 tut's also. Aber dazu müssen wir es auch halt erstmal sehen, ne? Und besonders gut auf meine Call scheint er nicht zu reagieren, ehrlich gesagt. Also hier ist jetzt vergleichsweise tatsächlich offen. Aber ich sehe keinerlei Bewegung. Rein gar nichts, ne? Das Schwarze da ist auch nur ein Baumstamm. LOL! Wer ist er denn? War das so ein Viech? Ist auf jeden Fall tot. Sind die nicht schwarz? Also sind die Männchen schwarz? Oder gibt es die auch in verschiedenen Farbvariationen? Ich glaube, es war nicht der, den wir gehört haben, weil das halt ein weiblicher hier ist. Aber das könnte die erste Hirschziegenantilope gewesen sein, die wir geschossen haben, auch wenn es eine weibliche war. Wir waren echt ein bisschen weiter hier unten und ich bin halt daran vorbeigelaufen. Ja, das sind die. The black bucks were imported here from their native India. I bet if you ask them, they like Patagonia better. Was sind Antilopen und Hirschantilopen? The water, everything is more abundant here. That means larger, healthier black bucks. Look for males with thick horns, three twins, okay. White spirals, and tips pointing outward if you're searching for the ultimate trophy. Wir haben uns den Weiblichen geschossen. Aber da haben wir die erste Hirschziegenantilope auf jeden Fall am Start hier tatsächlich. Gucken wir uns an, mit einem doppelten Lungentreffer natürlich hier. Da sehen wir sie. Braun, also hier Fellart ist braun. Wahrscheinlich normal wäre dann halt schwarz gewesen. Aber ich habe ein braunes Tier erwischt hier. Und damit das erste seiner Art erlegt. Sehr gut, Mann. Aber wo der männliche ist, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung, wo der rumschwirrt. Ich werde einfach mal weitergehen. Richtung Waypoint, den wir haben. Und wenn wir gucken, wie weit wir da noch kommen, bevor wir dann noch ein paar weitere Tiere erwischen. Jetzt auf jeden Fall wieder aufgeklärt das Wetter. In der Zwischenzeit eine Ziegenantilope erlegt. Und jetzt haben wir ein bisschen bessere Sicht wieder hier. Falls wir wirklich nochmal auf weitere Tiere stoßen sollten. Aber also ich finde das schon relativ herausfordernd. Dadurch, dass sie auf den Call halt echt nicht so gut anspringen. Weil der kam jetzt schon zu uns, ne? Aber trotzdem sehr, sehr schwierig irgendwie alles. So, guten Kilometer noch. Wir gehen mal hier über die offene Fläche einfach drüber. Da vorne ist noch eine Fährte, die gucken wir uns natürlich auch an. Könnte vielleicht auch die vom Puma wieder sein. Weil die anscheinend von da kommen. Das könnte echt der Puma einfach sein, den wir hier haben. Gucken wir mal kurz an, ob das irgendwie eine Special Fellfarbe hat, das Vieh hier. Dunkelrot ist er, okay. Aber tatsächlich der Puma, der aber auch echt in die Richtung gegangen ist und nicht, wie ich erst vermutet habe, vielleicht zurück von da gekommen ist. Also der ist auf jeden Fall hier auch irgendwo noch auf dem Weg. Aber jetzt gar nicht gucken, wie alt das war, ne? Müssen wir gleich mal gucken bei der Fährte da vorne. Aber wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Gehe ich mal von aus. Aber solange der in dieselbe Richtung will wie wir, laufen wir halt hinterher, ne? Sehr frisch. Okay, noch gar nicht so alt. Ich kann mal random für so ein Viech callen einfach. Vielleicht meldet er sich dann. Vielleicht
meldet er sich und kommt dann in unsere Richtung zurück, je nachdem, wie nah der halt ist, ne? Aber da vorne auch wieder relativ offen. Da ist eine Hirschigen-Antilope. Aber war wieder Brummschrei männlich, ne? War wieder männlich. Da vorne auf jeden Fall, aber ich glaube, hoffentlich ein bisschen offener als da hinten die Wiese. Und ja, ich habe es leider nicht gehört, deshalb weiß ich nicht, inwiefern der nah genug für meinen Call ist, um darauf zu reagieren. Aber das wäre ja mal ganz nice, wenn wir davon auch Männchen erlegen würden. Wie gesagt, ich glaube, normalerweise sind die schwarz und dann halt mit diesen Spiralhörnern, die sie da haben. Wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, das Gute. Ich werde mich ein bisschen hier rechts lang schleichen. In der Hoffnung, dass er dann den Hang da runterzieht. Und auch aus dem Wind ein bisschen halt draußen bleiben. Und dann sollte man den hoffentlich da auf der Wiese sehen. Wenn alles nach Plan läuft, so wie ich mir das vorstelle. Aber ob das so sein wird, das werden wir dann halt sehen. Ich sehe ihn halt auch von hier nicht, ne? Da oben ist irgendwas Dunkles, aber es bewegt sich nicht wirklich. Nein, das sind alles nur irgendwelche Büsche. Da oben. Da ist er tatsächlich. Aber der kommt auch nicht in meine Richtung, oder? Boah. Wirbelsäule, ey. Der Schuss war sehr hoch, ey. Der war sehr, sehr hoch. Haben wir mit Glück die Wirbelsäule getroffen. Den wollte ich eigentlich etwas tiefer ansetzen, aber manchmal brauchst du auch Glück im Leben und den haben wir gerade definitiv gehabt, ey. Da war das Glück auf unserer Seite mit dem Schuss. Schnell rausgehauen. Ich wusste nicht, ob da wieder ein Grasbüschel kommt oder so und der dann wieder verdeckt ist. Deshalb wollte ich relativ schnell schießen und das ist dann dementsprechend dabei rausgekommen. Also, mal kurz einsammeln das Tierchen und dann haben wir noch 800 Meter zu gehen. Mal gucken, ob wir noch ankommen, ey. Ich glaube, die Hälfte haben wir ungefähr jetzt. Geschafft vom Weg. Könnte sogar noch passen. Ich weiß echt nicht, ob der auf meinen Call reagiert hat. Ein bisschen aufmerksam da langgelaufen, aber mal schauen, was der uns zu bieten hat. Der Kleine. Ich hole schon mal die Kamera raus hier. Mache erstmal natürlich ein Foto von. Von unserer ersten männlichen Hirschziegenantilope, die wir hier haben. Und ich kann dann Gras nicht platt treten. Aber da sehen wir die Spiralhörner hier, die wir da haben. Und natürlich das Tier. Kein großer Anschuss, ne? Aber sogar Goldwertung. 922, ey, fast Diamant. 950 ist Diamant, aber mehr hätte ich nicht machen können. Also das war schon maximal. Tatsächlich hier sehen wir es durch, die Wirbelsäule durch, also du war richtig guter erwischt mit 922. Wahrscheinlich so ein bisschen wie die Kudus in Dingsbums in Afrika, ne? Die auch alle Diamant sind. So ist es wahrscheinlich hier mit den Hirschziegen-Antilopen. Aber die haben wir bis jetzt beides bei einzeln angetroffen, ne? Auch wenn ich vermutet hatte, dass ich da vorne gerade schon Männchen gehört habe. Aber bis jetzt beides mal einzelne Tiere, die da irgendwie am Start waren. Da vorne noch ein Bedürfnisgebiet, gucken wir uns an. Also auf jeden Fall nicht in so großen Rudel anscheinend unterwegs wie die Maultiersche zum Beispiel, von denen wir auch noch drei Stück brauchen übrigens. Was haben wir denn hier? Axis-Hirsche, 10 Stück fressen, sogar jetzt eigentlich. Boah, da stehen sie auch. Da hinten rennt ein männlicher. Was haben die denn mal für einen Caller? Ich meine, das nicht merken hier mit den ganzen neuen Viechern, weil die alle für Caller haben, ey. Oh Gott, der Puma kommt. Ach, die haben extra, extra Caller, ne? Okay, und Waffenklasse 1, alles klar. Der ist doch locker wieder am Jagen da, oder? Der frisst jetzt meine Axis hier schon da auf.
Mal gucken, ob wir die zurückgecallt bekommen. Ich hätte den Weibchen schießen können, aber dadurch, dass ich halt hier gesehen habe, dass hier 10 Stück sind, dachte ich, dass da vielleicht männlicher dabei sind. Ich hätte gerne männlichen Access hier, weil ich noch keinen männlichen habe. Den weiblichen haben wir schon geschossen. Den männlichen aber noch nicht, deshalb habe ich gedacht, war das immer erst so mit dem Schuss ein bisschen. Und wir haben ihn noch gerade im letzten Moment hinten ins Unterholz gehen sehen, diesen Axis-Hirsch. Ich hoffe nur, dass sie sich vom Puma jetzt da nicht wieder abschrecken lassen. Der macht mir wahrscheinlich hier noch so einen zusätzlichen Strich durch die Rechnung. Aber der Wind steht erstmal gut hier, ne? Wir müssen halt irgendwie einen guten Blick aufs Rudel bekommen. Um die dann erlegen zu können. Die Frage ist, wo die hingelaufen sind. Weil hier sind halt wieder so viele Fährten hier überall. Auch noch vergleichsweise große Fährten, ne? Ich denke mal, dass die hier runtergegangen sind Richtung Wasser, hinter die Kuppe einfach. Traben, das ist der männliche hier. Wir pirschen uns einfach mal langsam vor. Die waren jetzt auch nicht so hochflüchtig oder so, ne? Die waren ganz normal unterwegs. Weil sie mich wahrscheinlich auch ein bisschen gewittert haben. Also nicht wirklich weggerannt. Gucken, ob wir sie hier am Hang irgendwo vielleicht gleich sehen können hinter dem Busch oder so, dass wir da ein bisschen mehr Einblick bekommen. Bei meinem Timing kommen die halt wieder genau in dem falschen Moment. Ne? Naja, da unten sind sie nämlich schon. Ich sehe halt den männlichen nicht. Ja, da steht der weibliche. Da unten war auch irgendwo einer da. Was ist, dass der jetzt abspringen wird? Und damit sind sie natürlich wieder alle weg. Also ich hab's genau gewusst, dass es halt wieder so ein Timing-Ding einfach wird. Und ja, genau, wenn ich in diesem Busch hier bin, wo ich halt keine gute Sicht habe, dass sie dann da stehen. Denn da vorne steht noch einer. Dann ist der männliche. Der jetzt genau hinter die Kuppe geht. Der ist halt so weit hinten dran, dieser männliche. Und diese weiblichen sind so viel schneller einfach da, dass ich keine gute Chance auf den bekomme. Wo taucht denn der männliche da auf? Da unten. Hat. Da ist zumindest einer, aber der ist klein, ne? War noch ein größerer männlicher bei? Ja, bevor wir jetzt gar keinen kriegen, ey. Von dem männlichen. Ich nicht sehe, wie die da hinten am Hang hochrennen. Wo sind die hingerannt? Lass dich auf jeden Fall gut callen, ne? So vom Gefühl her lass dich sehr gut rancallen auf jeden Fall. Und waren jetzt auch nicht so schade, weil ich habe die schon ziemlich nahe bekommen zu mir. Die waren halt rings um mich rum auch.
schon vergleichsweise gut. Die Männlichen haben auch getroffen. Ich glaube, der liegt sogar da, oder? Ne, unten geht einer. Und weiblicher. Die Enten sind auch am Start hier am Teich. Boah, von hier müsst ihr eigentlich voll den guten Überblick haben über das Axisrudel. Da vorne laufen sie auch, aber halt nicht alle. Da hinten läuft dann auf dem Hang. Das Rudel ist halt auch ein bisschen krass gestreckt gerade. Guck mal, wie klein die sind, ne? Oder sind halt so weit weg. Bei 50 Kilo der Bock war halt auch nicht so riesig. Wir können halt echt noch den weiblichen schießen, aber sonst wird's halt auch ein bisschen mau. Ja, den haben wir nicht. Dann haben wir ihn. Aber gut, einen männlichen haben wir erwischt, einen weiblichen haben wir hier erwischt, der hier vorne irgendwo liegt. Und den haben wir angeschossen, aber ich weiß nicht, ob wir den noch erwischt haben. Also wirklich, wirklich tödlich. Ja gut, unseren männlichen hier auf jeden Fall an. Eine Silberwertung. Ich hätte echt gedacht, dass ich so einen größeren gesehen habe, so im ersten Moment. Ja, weil der ist echt vergleichsweise klein. Ich weiß nicht, der erste, den ich gesehen habe, der sah viel, viel größer aus, aber der hat sich nicht mehr blicken lassen. Der war wahrscheinlich im Hintergrund die ganze Zeit irgendwo aufgehalten. Oder, keine Ahnung, wo der sich versteckt hat. Hier auf jeden Fall noch der weibliche Axis hier stehen wir haben. Haben die das sich echt sehr gut können. So ein bisschen wie die Dammhirsche, so, ne? Aber echt super winzig. Oder 34 Kilo, so ein bisschen wie so ein Reh so groß. Ein bisschen, ja, gut, ein doppeltes Reh. Aber vergleichsweise klein halt zu den anderen Tieren. Und ich guck mal gerade. Ne, wir haben hier ein Tier, haben wir die zwei, aber der eine ist nicht verendet. Okay. Der eine ist nicht verendet, den werde ich vielleicht jetzt noch suchen gehen, aber das soll es erstmal gewesen sein vom Video. Ich werde es auch dahin laufen. Außerhalb des Videos. Und dann mache ich für heute erstmal Feierabend. Und das sind dann erstmal die ganzen vorproduzierten Videos und die anderen mache ich dann wieder nach Weihnachten. Also, das war es von dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben würde ich mich darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.